Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit Returning. So. So. Tut mir leid, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich ertrage diese Musik gerade nicht. So. Jo. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier hinter. Ich mach sie dann bei Gelegenheit mal wieder an. So. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Hier oben. War hier wirklich erst offen, wenn ich da unten den Schalter drücke? Oder ist jetzt hier komplett so, dass wir hier bei Returning dort gar nicht reinkommen? Ich meine, dass sie das Areal, wo wir gerade in der letzten Folge jetzt eben waren, nicht ungenutzt lassen. Das leuchtet mir ein, dass die dort einen hinstellen. So. Ja. Ja, hier, stimmt, hier war das doch mit der Wand, die nach unten, die runterfährt. Ja. Das war auch ziemlich beschissen, Mann. Weil man kriegt hier diese Cutscene hier, wo das Bild so rumfährt. Ach, Quatsch. Und in der Zeit müssten wir ja eigentlich da hinten in die Ecke rennen. Das Ding hier nur runter oder nicht? Nö. Was war mit dem Schalter? Mit dem war gar nichts. Ach, jetzt da. Das war die Falle, glaube ich, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in 20 Jahren Gothic nicht begriffen damit. So, klar, jetzt ist hier offen. So. Wie viele Tränke haben wir noch? Mana-Elixier haben wir nur noch eins. So. Wo hatten wir jetzt das, auf der 6 hatten wir reines Mana. Falls wir das dann brauchen werden. Und das werden wir gleich brauchen. So. Wir saufen mal hier so eine rein. Oh weia. Kann man sich irgendwo verstecken vor dem? Können sie hier speichern? Nö. Ja. Wo ist hier? Hier. Natürlich habe ich zu lange gewartet. Ich habe die Taste für den Trank nicht gefunden. Ich wusste nicht mehr. Ich war total hier fertig gerade. Ring wieder anschalten. Ich meine, die Dinger, die geben uns aber auch Stoff hier, das ist sagenhaft. Also nehmen uns ja aber auch Power weg. Ich weiß nicht, wie weit er mir hinterher gerannt kommt hier. Ui. So. Wir speichern das jetzt mal hier auf den ersten Platz. So. Ja, natürlich, wenn schön, wenn wir den treffen würden, der uns aber nicht. Na, was ist denn hier nun? Ach, der hängt dort hinten fest. Ich probiere mal eine andere Taktik.
Aber das Problem ist, der wird trotzdem schießen hier. Jawoll, danke schön. Da, so viel zum Nahkampf. Jo. Gab's hier nicht den Trick dort mit dieser, mit diesem Stampfer da? Den habe ich noch nie gemacht. Ja. Der Witz. Geh doch mal hier! Geh doch mal hier hinter, Mann! Also die Dinger habe ich gefressen hier, Anich. Warte mal, wir haben doch hier irgendwas gegen Flammenschutz oder sowas. Das ist doch Feuer, was der mir hier gibt, oder? Können wir ihm auch Feuer geben? So, jetzt ist er wieder auf seinem Posten, hat wieder volle Power, oder? So, warte mal, wir hatten doch da. Das will ich mal, großer Feuerball, Feuerregen. Nee, warte mal. Wir hatten doch hier irgendwo unseren Feuerkäfig hingepackt. Ich will das mal ausprobieren mit dem Feuerkäfig. Ich fahre natürlich komplett in die falsche Richtung. Feuerkäfig, was wird das Ding? Feuerregen machen wir mal nicht. Feuerkäfig war auf der 7. Ich glaube nicht, dass das hier... Großer Feuerball. Ja, natürlich hatte der wieder volle Power. Na klar! Du kannst mich anvisieren, aber ich dich nicht, oder was? Umgedreht will ich das haben. Ist der Ring der Geschwindigkeit wieder aus, oder was? Der backt doch. Das Problem ist, der backt zwar fest, aber der schießt der Drecksack. Wo ist. Wo. Ach, warte mal. Körperschutz. Erhöht den Körperschutz. Da bin ich mal gespannt, ob mir das den Körperschutz erhöht. Bist du bald mal fertig? Ja. Den Ring der Geschwindigkeit wollten wir einschalten. Quatsch. Er schießt natürlich gegen die Wand. So, jetzt haben wir auch kein Mana mehr. Klar. Scheint ihn zu treffen. Wunderbar. Solange die nicht zurückschießen, ist alles gut. Ja, wieso mache ich die Tür nicht eigentlich nicht mit dem Schalter wieder auf? Ja. Wir nehmen den Speicherplatz. Seltsamer Kristall. Stab eines untoten Schamanen. So. Ja, mit der Säule hier, dass der dieser Säule den zerhaut. Das habe ich auch schon mal jemanden gesehen, dass der das geschafft hat, aber. Ja, genau das. So. Den da drunter locken und dann die Säule das machen lassen. Reine Lebensenergie. Wie gesagt, die will ich erst mit den. Komm doch mal raus hier, Bitch, Alter. Ja, okay. Hätten wir den zweiten von der Bande. So, mach mal auf hier. So.
Ich hoffe, wir haben hier drin jetzt alles. Ja. Wie gesagt, ich weiß einfach nicht, ob wir jetzt ganz normal den Schläfertempel hier so machen müssen wie immer. Unser Ziel ist ja, wie gesagt, Uriziel. Das Ziel ist Uriziel. Ja. Hier oben stand einer immer. Genau. So, wir gehen hier unten erstmal noch nicht weiter. Wir gehen erstmal hier oben in die Ecke. Ui. Na, lauf doch! Mann. So, wir müssen gleich mal auf eine Vollheilung hier warten. Getränke will ich, wie gesagt, nur für die Bossgegner hier haben. Hier müssten gleich noch welche stehen. So. Ich bilde mir ein, der kleine, der Raum, der als nächstes kommt, der war auch ziemlich eng bestückt hier. Kann das sein? Das nächste ist ja dort, wo Uriziel. Da ist die Frage, wo finden wir Uriziel? Dort, wo wir es im ersten Teil ganz normal auch gefunden haben oder unten beim Schläfertempel? Weil der Schläfertempel, der ist ja eigentlich eingestürzt. Also die Halle da unten. Ich frage mich, ob Piranha Bytes das eigentlich auch mal vorhatte, damals bei Gothic 2 hier ursprünglich das Ding hier wieder einzubauen. Und die es dann aus Zeit und Zeitgründen und einfach nicht gemacht haben. Ich meine, wahrscheinlich hat es auch von der Kontinuität her nicht gepasst in das in die Story. Könnte ich mir auch vorstellen. Dass sie sich gesagt haben, das ergibt keinen Sinn, das Ding ist eingestürzt, also lassen wir es eingestürzt sein. Hier ist gleich noch so ein Bastard. Können wir den durch das Gitter hier holen? Wo ist der Kerl? Na klar. Selbe Theater von vorne hier. Was macht der denn da? Plus 5 Lernpunkte. Wie viele Lernpunkte? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir hier Lernpunkte kriegen. Da gehen wir mal zu den Hütern wieder mal und powern hier unser Mana ein bisschen auf. Das werden wir jetzt kontinuierlich so machen. So, und die Taktik, die ich gerade hier anwende, die ist gegen die Dinger hier eigentlich irgendwie gerade die beste. So, nicht direkt jetzt anvisieren, einfach schießen und die dabei treffen. So, die Power verlieren sie ja trotzdem dadurch. So. So, genau, hier haben wir es nämlich. So, jetzt brauche ich hier irgendeine Fernkampfwaffe. So, warte mal. Hier drauf. Konnte ich jetzt hier drauf oder öffnet sich das Ding, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Kann ich das Ding auch ohne Fernkampfwaffe drücken? Da hier, bist du irre. Ich meine, wenn das ganz normal wie bei. Ich denke mal, das Ding wird nicht helfen hier. Nee, wir brauchen hier auf jeden Fall was zum Schießen. Das ist natürlich doof. Wird wie beim ersten Teil sein hier. So, haben wir irgendwas, was wir anziehen können hier. Guck mal hier.
Genau. So. Und da mag noch einer gelacht haben, was willst du als Magier mit einem Bogen? Haha, da sehen wir es. Ja. Warte mal. Rostiger Zweihänder, was haben wir hier unten alles? Ach so, das ist. Das war ja bloß, um hier rauszukommen, oder? Genau, mach die Tür auf. So. Jetzt kommen die Stacheln hoch, tot. So. Der nächste ist ja dann unten, ganz unten bei der Brücke. Und der letzte da, der andere, der ist ja bei Urizel. Die haben ja wirklich. Nee, falsche Richtung. Falscher Weg, falsche Straße. So, die haben ja wirklich komplett bis jetzt so gehandhabt wie immer schon bei Gothic 1. So. Ich weiß auch nicht, ob die aus den. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt aufgebaut ist. Dass die einfach nur aus Gothic 1 hier das komplette Skript hier für den Schläfertempel genommen haben. Mit den Standorten der Viecher und allem drum und dran. Und, einfach nur ihre Monster hier hingesetzt haben, statt die normalen Skeletten hier sowas da. So. Aber ansonsten ist ja wie gesagt bisher alles gleich. So, wir warten aber auch gleich mal auf eine Vollheilung hier. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Hä? Hey! Na warte, dich holen wir. Muss ja wohl spinnen ja, ey. Komm. Muss ja wohl eine Meise haben, der Kerl. Wenn hier jemand anderes durch ein Gitter, Feige durch ein Gitter angreift, dann bin ich das. So, greift das, schießt er hier einfach auf mich. Das ist natürlich praktisch jetzt durchs Gitter. Die haben angefangen jetzt mit dem hier Ballern durch das Gitter. Guck mal, hier unten ist sogar ein Grafikfehler. Können wir durchspringen? Oh, den wissen wir nicht mal da unten, oder? Nee, der ist zu weit weg. Der Fluch da ist scheiße. So. Na okay, warte mal, wo ist unser Bogen? Der Bogen! Der Bogen ist weg! Guck mal hier, der Bogen! Der Bogen! Der Bogen! Der Bogen! Komm mal runter hier! Ich will hier aufmachen! Ich hoffe, die Stacheln kommen nicht wieder hoch! Mach mal, komm mal runter hier! Schon die Zeit! Ich muss hier Urizel holen! Die Drachen, die tanzen hier den Leuten auf der Nase rum! Oh, mach mal Klappe auf hier! Mach mal safe auf! Oh, hier, komm, mach mal auf. Jo, jetzt schießen wir mal hier rein. Hier, komm mal, pass mal auf. Jetzt schießen wir hier rein, guck, zack, und boing. Ich würde aber gerne mal von der Tür dort runter gehen. Die geht nämlich wieder nach oben. Der macht die Beule im Schädel. Komm. Lass mich doch mal hier raus, ey, Frau Wirkner immer. So. Ja, geht nämlich hoch, ja, guck mal. Steck mal das Ding weg jetzt hier, verfluch nochmal. Verfluch noch immer. Ich glaub noch trommelnde Locken. So, ja. Hier müssen wir natürlich wieder dieselbe Kombination benutzen. Wie am Anfang von dem Schläfertempel. Rot, gelb und lila. Der Witz ist, rot ist da. Gelb haben wir hier. Und blau ist das neue lila. So. Okay, dann fangen wir mal an. Kommen wir jetzt auch über den Dämon raus? Weil hier kommt, glaube ich, bloß ein Dämon, wenn der falsch ist. Zumindest bei Gothic 1. So.
Der Schläfertempel. Mach mal auf, komm. Liegt dort was zu mitnehmen? Dort leuchtet irgendwas. Wenn wir das bei den Fleischklops unten im Orkfriedhof hätten so machen können, ja, wie bei den anderen beiden gerade. So. Wie gesagt, nicht ganz fair, aber fein. Ich sag's immer wieder. Tja, wenn die mich ja verarschen wollen, dann verarsche ich die zurück, so einfach ist das. Das ist kein Kampf hier von hier, das ist eher ein Kampf Verarschung gegen Verarschung. So, Beschiss gegen Beschiss. Ich scheiße ja nicht, ich nutze nur meine Möglichkeiten. So, wo ist hier? Rechts ist, da ist einer. Das ist bestimmt so Licht. Nee. Fall mal um. So. So. Kass war. So. Guck mal hier, zack. So, lagen hier oben nicht noch welche rum. Die hatte ich schon durch das Gitter ausgenommen. Guck mal, der da. Untoter Ork. Hä? Ah, da ist noch einer nass auf uns. So, Kollege, wo bist du? Komm her, du Sau. Ah. Oh. Die wollen es wissen hier. Die wollen mir hier den Schädel verbädeln. Warum, was habe ich denn getan? Ja gut, ich komme hier rein und bringe ihre Leute um. So wie ich das in Gothic 1 schon mal gemacht habe. Ich bin Wiederholungstäter. Ich komme wieder. So richtig wie Terminator. I'll be back. Guck mal, untoter Ork. Ja klar, schießt er jetzt nicht mehr. Der da. Na? Dort steht noch einer. Den holen wir uns gleich, oder? Ja, jetzt ist das mit den Stacheln hier. Das ist rechts. Das ist auch so eine Sache. Ich müsste erstmal hier meine hier wieder eine Vollheilung mit reinmachen. Das wird gerade ein bisschen eng hier. Ich gehe jetzt den typischen Weg, den ich hier bei Gothic 1 immer gegangen bin. Also, das ist genau so, mache ich das immer. Ja. Ich meine, könnt ihr ja bei Gothic 1 sehen. Bei zwei Let's Plays von mir. In meinem ersten Gothic 1 Let's Play, da bin ich auch den Weg gegangen, genauso wie bei meinem zweiten Gothic 1 Let's Play, was ja dem hier vorausgeht. Mit dunkle Geheimnisse. Ja. Vor allem, ich hab das gesehen, die Stacheln waren eigentlich unten, aber verletzen mich trotzdem. Ich frage mich manchmal, wozu ich eigentlich Akrobatik gelernt habe. Aua. Den können wir direkt ausnehmen, durch die Stacheln durch hier. Ja. Jo, okay, die hätten wir. Hier stinkt's nach Minigrablern. So. Das ist wirklich genau so wie bei Gothic 1 selber. Ja, Wahnsinn. Guck mal da. So. Speichern zwischendurch mal hier ein bisschen, oder? Schaffen wir es in der Folge, die Orizien noch zu holen? Ja, solange der nicht weiter schießt, nicht. Na komm schon. So, hier sind doch dort normalerweise die Dämonen drin. Guck mal, die holen wir gleich von hier drüben aus. Da rennt natürlich dort runter der Sack. So. Ja gut, soll mich jetzt nicht weiter stürmen. Einen haben wir ja. So. Von mir aus rennt doch in die rote Dunkelheit rein. Uah.
Ja. So, hier müssten ja jetzt eigentlich die Dämonen drin sein, wenn das wie wirklich wie bei Gothic 1. So, oder was steht da rum? Ach nee, warte. Erstmal eine Vollheilung hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. So. Können wir den jetzt noch unten holen? Nee, scheiß drauf. Ich bin wirklich gespannt, was hier am Ende hier auf uns wartet hier. Unten beim Schläfer dann. Wenn wir dort überhaupt hinkommen. Vielleicht machen wir auch mal ein paar Minütchen länger hier. Damit wir. Ah, jetzt war er in den Dunkel gefallen, genau. Schildkern. So, ist jetzt noch was um die Ecke? Nee. Okay, da haben die statt die Dämonen, haben die Dämonen eingetauscht mit denen da. So. Ah, aber falls ihr beim Schalter umdrehen hier, wenn da sowas Neues rausspringt und mich angreift. Wie gesagt, sicher ist sicher. Ich bin hier bei Returning. Lieber auf der sicheren Seite, was das angeht. Dafür habe ich hier schon viel zu viel durchgemacht. Nicht zuletzt mit der Orkstadt und der Orkmine. Das war ja das allerletzte, ehrlich. Vor allem das Schlimmste dabei war, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Ich sag nur Urtral. Da kommt man endlich zu Urtral hin. Was ist Urtral? Sagen nein. So. Und warum? Das musste ich übers Forum rausfinden, ehrlich. Stehen bleiben! Axtkämpfer, na klar! Junge, 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 bist denn du irre? Du kannst mich doch nicht so verletzen. Oh, ja. Hier standen ja ursprünglich nur zwei Dämonen. Erst, das ging ja wie hier am Anfang drei, dann hier zwei, dann einer. Oh, wir sind gespannt, ob die das hier direkt auch so durchgezogen haben. Wir hatten gerade drei Skelette, jetzt hatten wir zwei. So. Oder hier versteckt sich irgendwo noch einer in der Ecke. Na aber! Sag mal. Du stinkst aus dem Hals, Mann. Naja gut, der hat ja keinen Hals mehr so richtig, aber egal. Ach stimmt, wir waren vorne in der Höhle noch nicht mal hier in den Ecken gucken. Machen wir dann, holen wir doch dann danach. Wir müssen ja sowieso nochmal davor vorbei. Ja. So. Und aus selbigem Grund wie vorhin gerade speichere ich jetzt auch hier. So. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter in der Hoffnung, dass wir dann hier Orizio direkt in den Händen halten können. Weil heute am Ende der Folge hier. Weil bei Returning hatte ich ja schon mal gesagt, da wurmt es mich nicht, wenn ich hier mal ein paar Minütchen länger machen muss an solchen Stellen. Also hier an der Stelle hat mich in Gothic 1 immer schon das Gerenne hier angekotzt. Dieses ewige Gelatsche um den Kreis drumherum. Gut, wir haben jetzt Ring der Geschwindigkeit, den hatte ich ja bei Dunkle Geheimnisse auch. So. Gut, wir hatten also trotz meines dummen Geschwafels doch drei Skelette und dann drei Skelette. So, wie viele haben wir hier? Das wird genau das gleiche sein, oder? So, genau. Okay. Jetzt dachte ich da rechts, die Lampe greift mich an. So, Mana-Elixier sammeln wir ein. Was haben wir denn hier noch? Das Laborwasserflaschen oder ist das bloß Deko? Nee, das sind direkt, ja, Trank, orkischer Trank. Ja, stimmt. Stimmt, das konnten wir bei Salandril, war das, da war irgendwas. Ich weiß es schon gar nicht mehr, das hatten wir mit Enno auch gemacht. Grüße gehen nochmal raus. So. So. Okay. Aber ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt ist. Wir werden nochmal gegen so einen Fleischklopse kämpfen müssen.
So. Okay, hätten wir. Orizil ist das. Ja, das Witz ist, ich werde Orizil dann aber als Mage nutzen können. Kriege ich dann die. Kriege ich dann die Todeswelle? Ich weiß es nicht. Weil bei Welt der Verurteilten, was ich ja gemacht habe, zu 20 Jahre Goldweg, dort habe ich erstmal richtig mitgekriegt, wie scheiße das doch ist, als Orizil als Magier zu benutzen. Als Rune. Das war richtige Grütze. Weil man kann ja die Templer und die ganzen Konsorten dort unten ja wirklich nur mit der Todeswelle töten. Ja, also Orizil, ja. Und man wird ja dann immer bei Gothic 1 wird man ja von dem Zauber immer abgehalten, wenn man getroffen wird. Ja, und das ist eben das Problem. Oh. Scheiße, wir kriegen die doch. Stufe gestiegen. Der verkriecht sich natürlich jetzt dort hinten. Ja. Wir können ihn natürlich von dort oben holen oder versuchen. Problem ist dabei natürlich, weil da steht einfach nur ein Trank drauf, wenn wir jetzt hier durchgehen. Nein! Bist du irre? Komm her hier! Kommen die Stacheln hier? Nee, die Stacheln kommen natürlich nicht. Warte mal, wir saufen erstmal, das steht ja, der trifft uns gerade nicht. Gespeichert hatten wir ja. Gerade doof. Nein! Die Stacheln kommen bei mir, oder? Wo schießt du hin? Jawoll! Das war mir so klar. Mit den letzten Millimetern geht's wieder rund hier. Das habe ich gewusst. Kommen die Stacheln bei mir oder nicht? Oh, das wollte ich jetzt einfach bloß mal wissen. Ja, sie kommen bei mir. Bei dem natürlich nicht. Ist klar. Das, wie gesagt, war einfach nur mein Test hier. So. Wir gehen mal hier dahinter. Wir müssen nämlich unseren Ring der Geschwindigkeit hier wieder einschalten und wir saufen einmal den hier. So. Ja. Jo. Na klar geht er jetzt wieder auf seine Position. Bis dahin wird er nicht verletzt. Rennt er natürlich so doof zur Seite dort. Ich gehe kaputt. Okay, hätten wir. Ja, wie gesagt, dass wir erstens, dass die Stacheln nur auf mich reagieren hier. Das war ja im ersten Teil anders. Nie los. Die haben hier dicht gemacht, oder? Die Säcke haben hier dicht gemacht. Spinnt ja wohl, wie soll ich jetzt da reinkommen? Wie soll ich jetzt da reinkommen? Mit einer Verwandlung höchstens.
machen wir mal. Ich könnte jetzt höchstens eine Verwandlung hier ausprobieren. Es sei denn natürlich, durch den Tod von dem Typen ist ja der Mechanismus ausgeschalten. So. Ich glaube nicht, mit dem. Es gab ja einen Trick mit dem Pfeil hier. Keine Ahnung, ob wir hier mit der Blutfliege, weil Blutfliege berührt ja den Boden nicht. Keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht. Probieren wir einfach mal aus. Erstmal den hier, obwohl es vielleicht auch keinen Sinn macht, weil wir vielleicht eh gleich wieder tot sind. So, da gehen wir hier. Blutfliege, machen wir die mal. Jo. Ja, das Fenster an der Seite, jetzt sind wir fast bei, ja egal. Ja, wie sollen wir jetzt hier reinkommen? Wieso haben die das Fenster hier zugemacht? Oder brauchen wir Telekinese oder so ein Scheiß? Die haben ja echt zugemacht. Wir hätten es fast geschafft gehabt. Aber... Also das ist fies. Also das ist echt bescheuert. Also warte mal. Was ist, wenn ich hier warte mal. Wir müssten ja mindestens den Typen da hinten ausräumen. Oder haben die irgendwo hier einen Schalter hier versteckt? Wie gesagt, das ist doch bescheuert. Ist hier irgendwo ein Schalter oder sowas versteckt? Ansonsten würde ich, mal hier weitergehen. Hätte er gesagt, ich gehe mal in Marvin rein und sepp ich mal durch, was es dort drin alles gibt. Aber wir müssen ja trotzdem noch den Typen hier ausräumen. Warte mal, wir hatten doch hier irgendwo... Ich glaube nicht, dass das mir hier weiterhilft. Gildenring. Überseehändler, Ring der Heiler. Maximal Körperschaden, Schutz vor Körperschaden, ja, ja. Ring, ja, Adept, Ring, Runen eingraviert. Ich glaube kaum, dass mich sowas hier schützt davor. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Was ist, wenn wir hier einen Steinwächter hier durchschicken? Bringt es auch nichts. Was ist das hier? Elixier der Geschicklichkeit, darauf könnten wir verzichten. Elixier der Heilung. So. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt unbedingt hier Stab des Schamanen brauchen. Brauchen wir die Typen eigentlich hier? Müssen wir die alle machen?
Mana-Extrakt. Ich gehe gleich. Warte mal. Ich gehe mal raus aus dem Marvin. Ich lade dann natürlich gleich neu. Ist logisch. So, ich wollte nur mal sehen, was ich hier überhaupt finden soll. Jo. Urizil ist es nicht. Jo. Ich meine, warum sammle ich das eigentlich alles ein hier? Weiß ich nicht. So. Also hier gibt es nur Zeug zu finden. Ein beschworener Steinwächter. Ja. Wie gesagt. Keine Ahnung, also Urizil ist hier auf jeden Fall nicht zu finden. Gut. Weil da weiß ich Bescheid, dass wir hier das Ding nicht finden. Das werden wir unten finden, tatsächlich. Ich mal davon aus. So, dann würden wir das Ding jetzt mal sein lassen, solange wir die Gegner ja nicht ausräumen bleiben, die ja auch liegen. Das heißt, wenn wir das Ding, wir den wirklich brauchen, diesen Stab da, dann müssen wir ihn irgendwie noch holen hier. Wie auch immer, wie wir das anstellen wollen. So. Okay, wir gehen in der nächsten Folge dann hier weiter. Und bis dahin hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und besucht mich gerne auf Twitch.tv. Würde mich sehr freuen. Dankeschön und ciao.